Hallo, da sind wir wieder. Ich bin Margot. Und ich bin Tom. Und das sind die Nachrichten. Neues im Fall des mutmaßlichen Amokrentners Peter Hans Knäubühl. Sein Pflichtverteidiger Philipp Kunz suggeriert, dass es gar nicht Knäubühl war, der auf einen Polizisten geschossen hat. Jetzt wird spekuliert, dass ein Polizist für die Amoktat verantwortlich ist. Dann ist Knäubühl gar kein Amokrentner? Wo hast du diese Geschichte ausgegraben? Bei 10 vor 10. Die haben mit dem Pflichtverteidiger geredet. So, so. Und was sagt die Polizei dazu? Lass mich mal zitieren. Als Knäubühl aus dem Haus kam und geschossen hat, wurde seitens der Polizei kein Schuss abgegeben. Das schrie Polizeisprecher Michael Fichter. Dann steht ja fast Aussage gegen Aussage. Aber das lässt sich ja ganz einfach mit der Tatwaffe und dem Geschoss nachweisen, das aus dem Kopf des verletzten Polizisten operiert wurde. Das habe ich auch gedacht. Leider wurde nie eine Tatwaffe gefunden. Und das Geschoss ist noch nicht fertig untersucht worden, soweit ich informiert bin. Ich fasse zusammen, wir haben einen verletzten Polizisten und einen Mann, der von der Polizei als Täter verhaftet wurde. Was haben wir sonst noch? Einen Anwalt, der Andeutungen macht und sich bei allen weiteren Fragen mit dem Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußert. Und eine Kantonspolizei Bern, die sich bei allen Fragen mit dem Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußert. Außerdem, ein angeschossener Polizist, der das Spital mittlerweile verlassen durfte und einen Herrn Knäubühl, der im Gefängnis sitzt. Und natürlich diverse Zeitungen, Online-Portale, Radios und Fernsehen, die, wie wir, 10 vor 10 zitieren. Schön, dass wir da auch mitmachen. Ich nehme mal an, dass wir wieder informieren, sobald wir eine neue Quelle für Spekulationen haben, oder? Genau. Das war es dann auch schon für heute. Wir sehen uns morgen. Vergesst nicht, unserer Gruppe auf Facebook beizutreten oder unseren Kanal auf YouTube zu abonnieren. Tschüssi.